Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Rechnungswesen-Tutorial. Mein Name ist Jens Bayer und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man die Lagerbestandsveränderungen bewertet. Das Ganze im Rahmen unseres Unternehmensplanspiels TopSim Basics. Ich habe hier einen Auszug aus dem Planungsformular mal ein bisschen vergrößert und möchte jetzt mal erklären, wie man die Bestandsveränderungen des Lagers, wie man die möglichst exakt plant. Das heißt, ich habe hier links unsere Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt für die nächste zu planende Periode. Und da haben wir ja eine Position, dass von den geplanten Umsatzerlösen die Bestandsveränderungen noch entweder dazu addiert oder abgezogen werden müssen, um die Gesamtleistung ermitteln zu können, von der wir dann die gesamten Kosten abziehen, um am Ende auf das Betriebsergebnis zu kommen. Und genau hier um diese blaue Position, die ist uns ja zunächst mal noch nicht bekannt, um die ermitteln zu können, müssen wir hier diese kleine Nebenrechnung mit der Lagerrechnung vornehmen. Und das möchte ich jetzt mal kurz erklären, wie Sie das dann in den folgenden Perioden selbst möglichst exakt ermitteln können. Wir fangen an mit dem Anfangsbestand. Der wird einem ja in einem der Reports ausgegeben. Das heißt, wie viel Stück noch an Lager sind, was die Wert sind und was dementsprechend die Herstellkosten pro Stück gewesen sind. Also hier die 10,5 Millionen Euro geteilt durch 5.000 sind 2.100 Euro pro Stück. Jetzt wissen wir ja aus unserer Planung für die kommende Periode, wie viele Stück wir produzieren wollen. Das ist der Zugang von Fertigung. Hier in dem Beispiel 42.000 Stück. Und jetzt wollen wir wissen, was haben die uns gekostet? Und dafür müssen wir jetzt wieder in die G&V reingehen und müssen uns die Herstellkosten anschauen. Also Material, Personalkosten der Fertigung, Abschreibungen des Gebäudes, der Fertigungsstraße und die fixen Kosten der Fertigung. Außen vor bleiben hier erst nochmal die anderen Positionen, die nicht mehr zu den Herstellkosten gehören. Das heißt, wir bilden die Summe über diese Positionen und erhalten dann diese 87,8 Millionen und die wandern dann hier rüber und stellen den Wert, den gesamten Wert der gefertigten 42.000 Stück dar. Und das müssen wir dann halt ins Verhältnis setzen, teilen und dann haben wir hier die 2089 Euro pro Stück Herstellkosten für die neu gefertigten Produkte. Und jetzt geht's an den Verkauf. Das heißt, wir haben jetzt in dem Beispiel 40.000 verkaufen können. Und da wir jetzt ja zwei unterschiedliche Herstellkostenpositionen haben, für die, die schon in der letzten Periode aufs Lager gegangen sind und für die, die wir der jetzigen Periode gefertigt haben, müssen wir für die verkauften Stück und dann auch für die, die noch im Lager als Rest verbleiben, müssen wir dann rauskriegen, wie viel die uns pro Stück, also praktisch im Schnitt, wenn Sie so wollen, in der Herstellung gekostet haben. Dazu müssen wir die beiden Positionen, also den Gesamtwert der ganzen 47.000 Stück addieren und teilen durch die 47.000 Stück. Das machen wir hier in der Nebenrechnung und erhalten dann die 2091 Euro pro Stück. Und mit denen müssen wir dann sowohl die verkauften Stück multiplizieren, als auch die im Lager befindlich multiplizieren. Und dann kommen wir auf diese Werte jeweils. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Lagerendbestand ermitteln, indem wir den Anfangsbestand plus den Zugang aus der Fertigung in seinem Wert dazu addieren und davon abziehen den Wert der Herstellkosten der verkauften 40.000 Stück. So erhalten wir dann einen Lagerendbestand von 14,64 Millionen und den wiederum müssen wir, oder da müssen wir jetzt die Differenz bilden. Endbestand minus Anfangsbestand ist die Bestandsveränderung und das sind dann die 4,14 Millionen und das ist logischerweise ein Mehrbestand, ne, von 5.000 auf 7.000 hoch und das ist der entsprechende Wert bewertet mit den Herstellkosten und die wandern dann hier rüber und ergänzen die Umsatzerlöse um eben diesen Mehrbestand und erhöhen damit unsere Gesamtleistung. Und damit können wir dann in die Planung gehen und haben dann eben auch ein genaueres Ergebnis, wenn wir das durchrechnen für den Jahresüberschuss am Ende. Wenn wir das hier ignorieren würden, würde die Planung wesentlich ungenauer, unvollständig sein. Ja, ich hoffe, Sie konnten das so ein bisschen nachvollziehen und können das dann auch in Ihrer weiteren Planung für die nächsten Spielrunden mit berücksichtigen. Ja, okay, dann weiterhin viel Spaß beim Unternehmensplanspiel.